Ach, das wollte ich doch jetzt. Mensch. Nehmen wir das. Naja. Irgendwelche Add-ons kaufen. Und dann das, was ich brauche. So. Ups. Meine falsche Finger. Dann machen wir nochmal. Ob ich das. Ja, wir machen mal. Die Chance, die Fotos Zukunft geschickt zu werden, wenn es spannend wird. Ja, dann machen wir mal das. Spannend. So. Dann schauen wir mal, ob wir jemanden noch finden. Anessa. Was ist denn das denn? Mac Thomas. Levarilia. Aha. Schauen wir mal. Ich wollte schauen, wie viele Spielstunden. 23 sind sie. Oh, das wird jetzt witzig. Jetzt, lass mich raus, wenn ich da. Frische Fluch. Was? Frische Fische? Ja, frische. Keine Ahnung, irgendwas mit Fisch. Fischers Fritz fischt frische Fische? Frische Fische werden gefischt. Fischers Fritz. Ich kann das nicht. Fischers Fritz frische Fische. Ja, so ungefähr. Zungenbrecher. Ich kann dann sowas nicht. Mein Deutsch ist sowieso momentan im Keller. Aha. Obwohl ich nur Deutsch rede. Fischer spricht. Fischer Fritz. Warte, Fischer Fritz. Fischt frische Fische. Sag mal du das. Fischers Fritz fischt frische Fische. Ja, wieso, wie kannst du das so gut sagen? Fischers Fritz. Hier, gestörten Abteilung, das ist etwa doch richtig. Ich bin Patientin hier schon seit vielen, vielen Jahren. Ich gehe mal in den Schrank. Ja, So. Versteckst du dich jetzt da einmal oder was? Ja, ich bleib jetzt hier. Hi, tschüss. Hier kann ich nicht verlieren. Ja, aber dann kommen die Klinik. Ich kann das nicht sabotieren. Was ist denn das jetzt? Das ist gar nicht cool. Bestimmt habe ich wieder kein Item drin, das es sabotiert. Der Preis geht an mich, wie immer. Ja, glaub doch nicht. Was ist denn? Wieso schaust du mich an? Oh oh. Ja, und jetzt wurde geladen. Oh, bitte, keine Hexe. Keine. Oh, das ist die Nurse. Na toll, jetzt kommt sie so. Wieso? Von allen Systemen. Ich glaube, es gibt doch. Das ist auch nicht nett hier. Wo ist der Schrank? Boah. Weißt du, dass sie dich vom Schrank rausholen kann und dich hört? Also lieber nicht. Aber hier ist ein Schrank. Im Notfall. Du bist so, wo die Person untergefallen ist? Also in der Nähe. Die wird jetzt weggetragen. Bist du jetzt im Schrank? Nein. Okay. Dann laufe ich mal wieder schnell. Die Person kommt jetzt an mir vorbei, also wird an mir vorbeigetragen. Wo bist du? Bist du in der Nähe von diesem Gebäude? Oder. Warte, ich sehe dich schon, glaube ich. Ich hasse die Nose. Jetzt bin ich im Schrank. Bestimmt findet sie mich jetzt, weil ich verblute. Oh! Von allen.
nicht mal dazu gekommen, einen dummen den Generator zu reparieren. Jetzt schau ich mal, wo du bist. Gleich neben mir. Oh. Dann. Bei den Nurse musst du halt aufpassen, die kann, wenn sie Add-ons hat, also links dabei, weiß ja, kann sie dich dann sehen. Wenn du verletzt bist, kann sie dich dann sehen. Jetzt kommt doch einer zu Schreck. Traurig. Okay. Und du hängst. Ich hab das Gefühl, man kann sich überhaupt nicht wehren. Nicht gut. Und wie hängt sich da? Ja. Alleine. Niemand kommt, um mich zu holen. Ja. Grafikfehler. Soll ich meinen Fluchtversuch unternehmen? Ja. Da will man einmal jemanden retten und dann sowas. Vielleicht kann ich mich ja erholen. Das Blöde ist, du kannst dich bis zu einer gewissen Zeit erholen und dann muss dich jemand dafür heilen. Jetzt stirbst du. Ja, oder ich? Ja, kennt sich. So. Wenn du manchmal auf dem Boden liegst, kannst du auch unter eine. Ja, es ist unter so eine Planke. Und wenn der Killer dich aufhebt, jemand in der Nähe ist, kann man dich dann sofort davon befreien. Aha. Ja, hab ich auch gelernt. Also dieses Game ging schnell vorbei. Ja. Da wirst du gerade weggetragen. Dramatische Videoaufnahmen. Was? Dramatische Videoaufnahmen sieht man hier. Wie ich sterbe. Schon voll der Glück. Aber ich hab, glaube ich, schon seit 2-3 Monaten nicht mehr gespielt. Oh, jetzt ist mein Punkt wieder weg. Ich bleib für immer lang 19. Oh, da werden die letzten auch noch abgeschlachtet. Die kriechen jetzt beide auf dem Boden rum, nebeneinander, übereinander. Ja gut, ich glaube, das wird hier nichts mehr. Ja. Also wenn du versucht hättest, Fluchtversuch zu machen, hättest du 10% eine Schwierigkeit gehabt. Also heißt es, so oder so würdest du mich abkommen. Aha. Ja. Naja, egal. Dann machen wir mal nochmal. Ja. Ja, du musst dann halt deine Blutpunkte sinnvoll ausgeben. Dann kannst du dir halt so Add-ons holen, dann bist du dann halt besser. So. Dann machen wir mal wieder Max aufleveln. Tja, man könnte ja mal ein bisschen Musik abspielen, ne? Inwiefern von? Einfach nur irgendeine Hintergrundmusik. Ja, kannst du auch machen. Aber ich wüsste nicht, was hier passen würde. Musst du so Rock'n'Roll machen.
Bist du jetzt von Level 40 auf Level 17 abgestiegen oder so? Jeder Charakter hat sein eigenes Level. Aha. Ja, kannst du die alle komplett verschieden leveln. So, aber ich muss die halt die andere leveln, damit ich die Add-ons bekomme, die ich möchte. Hat mir jemand auch beigebracht. Aha. Ja, dann bist du halt besser. Da gibt's eins, das heißt Adrenalin. Wenn du jetzt auf dem Boden liegst, kannst du dich dann, keine Ahnung wie das dann wird, kannst du wieder dann aufstehen und dann weglaufen. Ja, das ist doch gut. Ja, und das muss ich mal freischalten. Aber ja, mal schauen. Aber heute werden ja schnelle Runden gefunden. Bist du auch denn noch mit dieser? Ich dachte schon, wo bist denn du? Ich bin hier. Ich habe irgendwie auf die unteren Namen geschaut. Ich so, hä? Wieso heißen die alle gleich? Ich bin der mit dem roten T-Shirt. Ja, Jetzt weiß ich es wieder. Ist da eigentlich eine Pizza drauf oder was ist das? Okay. Ich kann kein Russisch. Sorry. Müsste ich jemanden holen gerade, aber. Ich schreibe einfach mal okay. Keine Ahnung, was. Ja. Muss ich nachher mal übersetzen. Da musst du ein Screenshot jetzt machen. Nö, ich nimm doch auf. Ja, so. Ah, ja. Voll vergessen. Siehst du? Jetzt war schon so. Jetzt mach das ready. Nicht, dass ich da jetzt eine Waschmaschine bestellt habe oder so. Und dann wundert sich, Was? Klares gegen Glas. Was? Gegen den Geist spielen. Der Geist kann praktisch unsichtbar werden. Achte auf seine Jammerglocke, die man beim Verhüllen und Enthüllen hören kann. Jetzt ist es weg. Ja, wir müssen die ein bisschen länger das einspielen. Der Ladebildschirm ist so lang genug. Der Terrorradius, erkennbar durch den Herzschlag, gibt an, wie nah der Killer deiner exakten Position ist. Je intensiver er ist, desto näher ist der Killer. Das weiß ich ja auch inzwischen. Ja. Lern nicht aus. Ein verletzter Überlebender kann von einem anderen Überlebenden geheilt werden oder sich selbst mit einem Sunny-Kasten heilen. Er muss aber Mitglied beim Deutschen Roten Kreuz sein, denke ich mal. Nö. Die Kasten kannst du in so Boxen finden. Die sind so gelb. Ich glaube, du hast mal eine gesehen, oder? Ich glaube nicht. Nö. Wenn du so eine Kiste findest, kannst du die durchsuchen und dann findest du halt Sachen drin. Ja, das ist ja auch gut zu wissen. Ja. Habe ich vergessen zu sagen. Entschuldigung. Einige Generatoren können gefunden werden, indem man den was Blinklichtern genau über ihnen Ausschau hält. Ja, das mache ich auch. Sonst laufe ich mich tot. Wie kann man eigentlich die Taschenlampe anmachen? Mit F oder wie? Weil ich habe ja jetzt eine Taschenlampe angeblich. Ich glaube, mit der rechten Mausklick kannst du die benutzen. Muss mal versuchen. Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich glaube, mit der rechten Maustaste kannst du die. Mein Bein ist eingepinnt. Okay. Ja. Und wieso ladet sie die? Warte, was ist das? Achso, ja. Lässt du eine Platte fallen, ist das laute Geräusch hörbar, das dem Killer die Position verrät. Ja, das weiß ich auch. Jetzt weißt du es auch. Ja. Macht lieber nicht einfach aus Spaß. Grubenschacht. Ich wette, hier gibt's gar keinen Grubenschacht. Okay, da habe ich jetzt einen anderen Dwight gesehen. Das weißt du nicht. Oh, weißt du, welchen Killer ich gar nicht mag? Das ist die Hexe. Wenn die kommt, dann können wir uns auch was gefasst machen. Aha. Die kann nämlich Fallen auf dem Boden tun, dann kann sie sich teleportieren. Wenn du in die Falle läufst. Das ist voll nicht cool, dann erschrecke ich mich immer.
So, dann suche ich mal so eine Kiste, ne? Oder irgendwas anderes. Macht der Killer eine Pause? Nein, doch nicht. Und wer ist jetzt das? Ist der bei mir. Das ist der Geist. Sehe ich den? Ich glaube nicht, ne? Doch, doch, der ist sichtbar gerade. Der kann nur dich angreifen, wenn er sichtbar ist. Wenn er unsichtbar ist, kann er dich nur verfolgen und anschauen. Ja, komm nicht in meine Nähe, okay? Lauf unten. Anders. Ja, da ist jemand verletzt. Soll ich dem helfen? Oh, wird weggetragen. Okay, dann nicht. Ich zerstöre jetzt ein Totem. Ja, kannst du auch machen. Bringt auch Punkte. Muss man auch Leertaste drücken? Da musst du... Nein. Ich hab was kaputt gemacht. Er hat eiskalt einfach sich ausgeportet, weil er dachte, ich verlose ihn. Das ist nicht cool. Hast du das Totem kaputt gemacht? Ja. Okay. Wenn du manchmal so ein Totem findest, das dann mit... Ja, ist direkt die Tippe. Jetzt nimmt er mich mit. Wenn das Totem so rot ist und das nicht schwer ist, dann kannst du das kaputt machen, zu der Schwerpunkte und das schwächt den Killer, weil er dann so ein Add-on hat, was man halt leicht hat. Umgebracht wird oder irgendwas. Okay. Oh, hat er dich gehauen. Ich bin schon weg. Ciao, ciao, ciao. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht! Ich hab doch gesagt, du siehst mich nicht. Und lauf. Oh. Das war nichts mit Lauf. Ach komm schon. Nein, 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 nein. Oh, da bin ich nicht dahin gelaufen. Hätte ich ihn jetzt getötet. Ja, komm, häng mich doch. Hier ist doch gleich ein Haken, oder? Gleich habe ich mich erholt. Glaube ich. Ja. Finde Hilfe. Ja, jetzt brauche ich Hilfe. Wo ist denn dieser? Jetzt kriege ich keine Hilfe mehr. Ja, der klammert auch in der Kiste drin. Mach ich auf Luftverbot? Ja, was willst du? Ich muss jetzt kämpfen. Ja, kämpf lieber mal. Zu spät. Ach, bis der kommt, bin ich tot. Verräter! Lässt mich einfach sterben. Das ist der einzige Überlebende. Ja. War der Killer so gut. Kriegen wir nur noch raus da drin. Ich hänge jetzt mal ein bisschen ab. Der andere hängt da anscheinend auch ab. Nee, der heilt sich. Jetzt bin ich auch tot. Also, Twitch. Schild. Wie schön ich doch emporsteige in den Himmel. So. Der eine ist einfach weggegangen. Ja, der läuft da noch rum, verletzt. Ja, der eine hat sich nicht mehr lange. Gut, das war's dann jetzt für den. So, dann können wir da rausgehen. Ja. Ich schreibe da nochmal okay rein. So, und dann kann ich ja verlassen. Noch eine Runde? Ja, warte kurz. Lade ich gleich wieder ein. So. Moment.
So, hast du mich jetzt eingeladen? Nein, ich habe dir eine Nachricht geschenkt. Ich habe nur Hallo geschrieben. Also, das ist dein Standardsatz. Hallo. Ja. Oder sehr geehrte irgendwas. Im Moment. Wenn das jetzt mal geht. Kann ich dann kurz Wasser trinken? Ja, die Tastaturgeräusche sind der Moderation genug. Ja. Hast du mir wieder geschrieben? Nee. Nee, ich hab's mir nicht gehört. Du nimmst aber nicht mehr auf, oder? Oder hast du Pause gemacht oder noch nicht? Ich nehme die ganze Zeit auf. Kann man mich hören? Hallo. So, okay. So, wir können eine Runde von mir aus spielen. Dann nimmst du auf und ich. Das ist nicht so schlimm. Aber bei mir wird es, glaube ich, jetzt noch eine Weile dauern. Oh, ich habe die maximale Zeichenanzahl schon erreicht. Was hast du erreicht? Die maximale Zeichenanzahl. Und wie viel ist das? Keine Ahnung. Nee, das waren so viele Zeichen. Ich kann nicht mitzählen. Also bitte. Diese Punkte. Dun, 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 dun.